Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gucken wir uns den Oblaco Stone an, in der Funnel-Variante. Als erstes gucken wir uns mal das Design an. Also wir haben hier diese ganz normalen Oblaco-Karton mit diesem nice Sticker, da steht auch nochmal Funnel drauf. Dann haben wir seitlich so ein paar Wellenmuster, oben steht nochmal Oblaco. Auf der anderen Seite sehen wir nochmal die Maßeinheiten und auch vor allen Dingen, wie viel Tabak reinpasst, nämlich 20 bis 25 Gramm. Im Kopfbau gucken wir uns auch nochmal an, ob die Grammeinheiten wirklich so stimmen. Und noch ein paar andere Facts zu diesem Kopf. Er heißt zwar Stone, aber ich bin mir relativ sicher, dass da kein Stein benutzt wurde, einfach weil er nicht so aussieht, weil er sich nicht so anfühlt. Ich denke, dass da ein ganz kleiner, geringer Anteil von Steinmaterial drin ist, aber eigentlich ist es ein ganz normaler Tonkopf. So, wir packen ihn jetzt auch nochmal aus und erstmal mache ich diesen Klebestreifen hier ab. Und das ist eigentlich ganz nett so eingepackt. Auch noch ganz nett zu wissen ist, dass der Kopf für einen Preis von 17,90 Euro zu haben ist. Ich meine, das ist auch ein ganz gängiger Preis. Und da haben wir ihn auch schon. Er ist auf einer Luftpolsterfolie. Und ich finde ihn vom Design her sehr, sehr schön. Er ist relativ schlicht, aber er ist mal was anderes, finde ich. Er sieht aus wie ein Oblaco, aber irgendwie auch nicht. Und mir gefallen diese Rillen an der Seite und ich bin sehr gespannt, ob die Rillen innen drin auch dafür sorgen, dass der Durchzug besser ist. Auch schön finde ich dieses kleine O, also das Logo für Oblaco, oben am Depot. Generell kann man sagen, dass er mir optisch schon sehr zuspricht. Vor allen Dingen, weil er jetzt ein bisschen anders aussieht als ein anderer Oblaco und einfach mal ein bisschen frischen neuen Wind in die ganze Szene reinbringt. Was mich heute beim Auspacken des Oblacos auch noch sehr gefreut hat, ist, dass Shisha Nation, dort habe ich den Oblaco bestellt, mir noch eine Gabel-Lochstecher-Kombination einfach kostenlos geschenkt hat. Und das fand ich sehr schön und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ein paar Bonbons waren auch noch dabei. Kommen wir zum Kopfbau. Der Kopf wiegt 180 Gramm. Ja, jetzt steht hier 183 Gramm. Das liegt daran, dass ich ihn vorher nochmal abgewaschen habe. Als Tabak verwende ich heute den Agile Big Bam. Das ist ein Nas Kiwi Mango Tabak. Und ich persönlich feiere den sehr. Es ist ein super guter Mix aus diesen drei Früchten. Vor allen Dingen in Kombination mit anderen Geschmäckern passt der hervorragend und man kann ihn natürlich auch super gut einzeln rauchen. Das machen wir jetzt auch hier. Meiner Meinung nach lässt sich der Kopf ziemlich einfach bauen. Das liegt für mich persönlich daran, dass das Depot nicht unten so eine Rundung hat, sondern relativ gerade ist und auch am Rand gerade nach oben geht, finde ich persönlich immer sehr angenehm zum Bauen. Und man sieht es ja auch im Video, dass es relativ einfach ist, ihn zu bauen. Ich habe da jetzt wenig Schwierigkeiten mit. Es fällt nicht viel raus, man kann es gut platzieren. Man kann auch die Höhe ganz gut einschätzen. Ich habe den jetzt so gebaut, dass er relativ randhoch ist. Einfach, weil ich glaube, die meisten rauchen auch eher randhoch und nicht über den Rand hinaus. Und dadurch hat man einen schönen Noppenkontakt, aber halt keinen Vollkontakt. Und jetzt sehen wir auch die Grammzahl, die der Kopf jetzt wiegt. Das sind 207 Gramm. Das heißt, wir haben genau 24 Gramm reingetan in den Kopf an Tabak und liegen genau dazwischen, zwischen 20 und 24 Gramm. Da der Tabak, den ich verwendet habe, aber relativ grob geschnitten ist, also ich würde sagen, das ist so ein mittlerer Schnitt, denke ich, dass man mit einem feineren Schnitt locker über diese 25 Gramm kommt und es sehr schwierig ist, auf 20 Gramm zu kommen, vor allen Dingen, weil ich ihn ja auch nur randhoch gebaut habe. Also ich würde eher sagen, dass der wirklich so 25 Gramm bis 28 Gramm schluckt. Und dann kommen wir schon zum Setup. Heute rauchen wir auf der Alpha Hooker Wendel Edition. Wir benutzen als Smokebox den Kalaut Lotus 1 Plus in der Farbe Blau. Und als Bowl verwenden wir die Caesar Drop Bowl in der kleinen Variante, also für kleine Steckpfeifen. Kommen wir zum Rauchverhalten und zum Raucheindruck. Wie funktioniert der Kopf? Ist er wirklich sein Geld wert? Also er liegt übrigens preismäßig bei 18,90 Euro, also er ist billiger als ein normaler Oblaco. Der liegt so circa bei 25 Euro. Man kann einen Oblaco natürlich mittlerweile auch oft mal für 12,50 Euro oder so schießen. Dann natürlich nur im Angebot. Das wird mit dem jetzt am Anfang natürlich nicht so sein. Aber zurück zum Rauchverhalten. Er performt sehr gut. Der Geschmack kommt auch gut hervor. Ich finde, das Besondere an diesem Kopf ist, ich habe ihn auch mal mit ein bisschen mehr Kontakt geraucht.
Man hat wirklich immer einen super guten Durchzug. Also ich weiß nicht, ob das unten an diesen Cuts liegt. Ich feiere es aber ehrlich gesagt so vom Rauchverhalten her, dass der Durchzug so gut ist. Das ist für mich fast schon das Wichtigste. Er qualmt auch ziemlich gut. Gerade hier sieht man es jetzt nicht so in den Aufnahmen, einfach weil ein bisschen zu wenig Tabak drin war fürs Video. Aber ich habe ihn dann später noch ein bisschen höher gebaut und dann funktioniert er auch hervorragend. Beziehungsweise ich hätte jetzt hier im Video einfach noch eine dritte Kohle drauf lassen sollen. Dann wäre auch mehr Rauch entstanden. Und ja, also rauchen tut er. Das, was mir nicht gut gefällt an dem Kopf, ist das Saubermachen, weil schon nach der ersten Benutzung waren oben am Rand, hat sich der Tabak eingebrannt, beziehungsweise die Molasse, und das kriegst du auch einfach nicht raus, selbst wenn du mit einer Stahlwolle rübergehst oder mit einer kleinen Stahlbürste. Das ist dann einfach drin, damit muss man leben können. Ich persönlich mag es aber, dass der Rand oben so aufgeraut ist, weil dadurch eigentlich jede Smokebox gut sitzt und auch nicht direkt wegrutscht, wenn man halt den Tabak niedriger baut. Und ja, also ich bin positiv überrascht. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wenn man den Kopf nur einmal abwäscht oder kurz im Wasserbad lässt, dann schmeckt der nächste Kopf auch noch ganz leicht am Anfang, so die ersten 2, 3 Minuten nach dem Tabak davor. Das kommt nur so leicht durch. Da bin ich mal gespannt, ob das bei euch auch so ist oder ob ich da einfach nur ein bisschen zu viel reininterpretiere. Genau. Und jetzt kommen wir natürlich auch schon zum Fazit. Lohnt sich denn dieser Kopf noch in der Sammlung? Ich finde das relativ schwierig zu sagen. Also wenn man jetzt ein, zwei Köpfe hat und dann sich überlegt, okay, ich hole mir noch einen Kopf, muss der das nicht unbedingt sein? Er raucht gut, er hat einen guten Durchzug. Also ich rauche gern mit dem. Ich habe schon 3, 4 Köpfe geraucht. Und das hat sehr gut funktioniert dann auch. Und damit war ich sehr happy. Und also ich finde ihn gut. Man kann ihn auf jeden Fall anschaffen. Ich finde auch, er raucht für mich persönlich besser als ein normaler Oblaco, weil du eigentlich immer einen guten Durchzug hast und das ist für mich das Wichtigste beim Rauchen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also für mich persönlich lohnt sich der Kopf. Ich freue mich, dass ich ja noch einen gekriegt habe. Wenn man immer noch ein bisschen guckt, findet man noch einen. Es gibt ihn ja auch als Mehrloch. Mehrloch rauche ich persönlich nicht so gerne, deswegen habe ich ihn mir nicht geholt. Aber Funnel, da bin ich immer offen für Neues. Und wer auch gerne mal neue Köpfe ausprobieren möchte, der macht mit dem Oblaco Stone definitiv nichts falsch. Also er kriegt von mir eine Kaufempfehlung.